Also, gute Nacht, Paul. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, du gehst schlafen. Das kann man denken, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und ich habe die Arbeit am Halse. Wo? Am Halse. Red nicht so dumm. Geh schlafen endlich. Ja, ja. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Lass rausgehen endlich. Gott sei Dank, endlich ist er draußen. Ach, die doppelte Buchführung, die macht mir so viel Sorgen. Die Bücher, die hätte ich ja doppelt, aber die Führung. 17 und 4 ist 23. 23. Paul! Ich denke, du schläfst schon. Paul, ich brauche ganz schnell ein Tröpfchen Wasser. Was ist los? Ein ganz kleines Tröppel Wasser. Ja, bist du wahnsinnig? Nimm doch die Karaffe. Wozu eine Tröppel? Nein, ein ganz kleines Tröpfchen Wasser, dann gehe ich. Aber endgültig? Ja, ja, dann gehe ich bestimmt. Auf Wiedersehen, Paulchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Lass rausgehen endlich. So, 17 und 4 ist 23. 23 und 6. Und 6, na, es kommen sowieso noch ein paar hinzu, ist 48. Ja, ja. Alles wegen Finanzamt. Dass sowas in Rungsendorf geben muss, ein Finanzamt, das gibt's ja nicht einmal bei den Wilden. Ich möchte bloß wissen, wovon die Wilden wild geworden sind, wenn sie kein Finanzamt haben. 17 und 4 ist da. Paul! Ist doch die Möglichkeit. Was ist nur wieder? Paul, ganz schnell ein Schnapsglas voll Wasser. Ein Schnapsglas? Ja, sag mal, was ist denn eigentlich los? Ein Schnapsgläser, dem liegt mir schon so. Aber endgültig jetzt? Ja, ja, bestimmt. Früher warst du viel netter zu mir, Paul. Ja, früher. Früher hast du mir auch manchmal mein Kinn gestreichelt. Ja, da hat's doch bloß eins. Geh jetzt, geh. Ja, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du sollst rausgehen. So, endlich ist er draußen. 17 und 4 ist 23. Alles wegen Finanzamt. Kinder. Und die Milchwirtschaft, die lässt so zu wünschen übrig. Ich weiß nicht, die Kühe geben eben keine Milch mehr. Paul, was ist denn los? Was ist denn los? Paul, ganz schnell ein Weinglas voll Wasser. Ein Weinglas? Warum denn das bloß? Warum nimmst du nicht die Karaffe? Nein, ein Weinglas genügt mir ja endgültig. Das sagst du immer endgültig. Na, kommst du mal fort wieder rein. Geh jetzt endlich mal. Ja, ja, Paul. Ach, wo habe ich bloß damals meinen Kopf gehabt, als ich um deine Hand anhielt? Auf meiner linken Schulter, Paul. Raus jetzt, aber endgültig raus. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Raus, Lasse. Furchtbar mit der Frau, dieser Ärger. Ach, ja, mal sehen, wie viel die Kühe heute Milch gegeben haben. Heute haben wir gemolken, also 50 Liter Milch, das geht eigentlich, ja. Und wie viel haben wir davon nach Berlin geschickt? 80, das geht auch, ja. 17 und 4 ist 23. Paul, ist doch nicht möglich. Paul, ganz schnell ein Eimer voll Wasser. Was ist das? Ein Eimer voll Wasser. Ein Eimer voll Wasser, ja, sag mal, saugst du das ganze Zeug aus? Nee, Paul, mein Bett brennt nämlich.